und mein Ohr juckt. Was ist denn da los? Das ist ein Arschloch. Klar, dass es nur Deputy ist und kein Chef. Deputy. Shiro. Du Babsack. So. Alter. Alter? Ey, wo ist Deputy Beagle? Ist der jetzt schon wieder tot oder was? Macht er schon wieder Pause? Wow, bin ich gut! Deputy, du Kacksack. Du, wir haben geschlichen kommt. Also, ich wollte ja nur sagen, da hinten sind Feinde. Was ein vergammelter Kothaufen. Jetzt trinke ich hier mein aufbereitetes Wasser. Ich bin ein Dödel. Was hat denn der da dabei? Ist das ein Flint? Ein Big Flint? So ein Kleinkalibergewehr, okay. Hammer, habe ich ja immer Hammer mitgenommen. Bin ich deppert. Weg mit dem Hammer, aber sofort. So. Gut, hier haben wir alles geregelt. Aufbereitet, das Wasser hat nachgelassen. Sehr schade, das ist wirklich sehr schade. Wenn ich noch ein bisschen mit der Waffe rumballer. Der bitte, du lebst ja noch, ne? Ja. Speichere ich mal kurz. Dann habe ich gleich genug. Ist sie down genug, dass ich sie reparieren kann wiederum? Ich bin ein Raffzahn, was? Das gelesen? Also, das kann ich ja wohl nicht glauben. Das ist ja wohl. Dynamit mit langer Lunte, ja. Tja, und somit ist auch klar, was wir jetzt als nächstes nehmen. Und die 9mm Bums, die zweite, schmeiße ich weg. Habe ich jetzt normales Dynamit, ja, ne? Hallo, hallo, hallo. Deputy! Deputy ist tot. Er ist einfach tot. Bitte, bitte! Schließen Sie die Controller wieder an, bitte! Der ist schon alt, das Batteriefach wackelt ein bisschen, Luft zu schreien. Laden. Okay, okay. Das ist wirklich ein Kacksack. Es hilft da nicht. So, so. Deputy Beagle, komm mal her. Er hat nur noch ein Life. Er ist einfach verrückt. Er ist einfach verrückt, krass. Muss noch was essen. Komm, aufbereiten, das Wasser geht immer. Ist aber nicht wirklich gegessen, ne? Ist nicht wirklich gegessen. Komm, noch eine Nuka-Cola. Ne, ein, Sunset Aspirilla. Schon kann ich rennen. Boo! Mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich das Dynamit genau vor mich schmeiße. Ach du Kacke! Ach du Kacke! Sein Bein ist verdreht! Okay, Problem. Mein Bein ist jetzt auch verdreht, super. Hat der auch diese Geräusche andauernd, als wäre hier, wenn hier irgendwie. Ist ja oben ein Roboter oder was? Ich hab was für dich. Was ist jetzt eigentlich los? Warum bin ich schon wieder so langsam? So. Mann, ist das behindert. Ist das behindert? Nö, ich nehme jetzt keine Arzttasche. Deputy Beagle. Deputy Beagle? Bitte! Okay, cool, cool bleiben. Bleib bitte cool. Karawanenschrotflinte. Beagle, komm mal her. Bitte, kannst du dich nicht heilen oder so? Ich hab nicht vor, das Bad. Ah, ich glaube, Moment. Ich hoffe bloß, dass ich sie nicht benutzen muss. Ich hoffe bloß. Halt die Fresse jetzt, Mann. Ich kann dir Hilfsmittel geben. Hier, nimm mal ein Stimmpack. Wo ist es? Stimp. Eins. Oder trägt er das einfach nur rum? Ich hoffe doch sehr, dieses Mal.
So, hast du es auch genommen? Ich hoffe bloß, dass ich sie nicht benutzen muss. Medikamente sind dafür da, um benutzt zu werden, du Hafedüttel. Hilfsmittel. Jetzt nehme ich halt, trinke ich halt wieder zwei Nilkekühle. Und mein Ohr juckt, was ist denn da los? Mensch, ich nehme jetzt schon eine halbe Stunde auf und komme einfach nicht vom Fleck. Jetzt zack ich. Hat er noch irgendwas? Der hat ja noch Zeug dabei. So, okay, also zack, 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 zack. Bum, 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 bum. Oh ja, erstmal nachladen. So, sehr gut, weiter geht's. Rummelsteck hat nachgelassen, macht nichts. So, jetzt bleib ich cool. Also, so. Brahmin Steak noch reinhauen. So. And then. Eskalieren und den Kerl umbatschen, der hier oben rumrennt. Wo ist er? Bam, 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 bam. Was war denn das? Lieber nicht schießen. Ich schieß heute lieber nicht. Wow! Aha. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt alle down sind. Das Dynamit wiegt irgendwie voll wenig, ne? Das ist cool. So, kann ich mich noch irgendwie ein bisschen heilen? Ja. Jetzt würde ich mich natürlich liebend gerne hier umsehen und gucken, ob ich... Aber mit so einem verschwommenen Blick geht das ja wieder super nicht. Egal, da... Nehme ich hier wieder Zeug. Egal. Es ist immerhin ein Kronkorken, den ich da so mit erhasche, wenn ich die jetzt trinke, die ich eben aufgehoben habe. Gut, hier ist zum Glück verschlossen. Ist immer cool, ne? Weil, wenn man dann doch endlich mal einen Weg gefunden hat, der praktisch nicht mehr weitergeht. Gut, da geht's dann wieder runter in das andere Räumchen, in dem ich ja vorhin auch schon war. Deputy Beagle, bitte sei noch am Leben, wenn ich jetzt gleich runterkomme. Und weh, du bist tot, dann bringe ich dich um. Nee. Deputy Beagle, where are you? Aua. Beagle? Ja! Ich hoffe doch sehr, diese... Ja, komm mit. So, speichern. Und jetzt haben wir nämlich gleich die ganze Stadt hier befreit. Was war da links? War da noch irgendwas? Nein, hier ist nichts. Ab runter mit uns, aber sofort. Komm mit, Beagle. Schnell, wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus, Beagle, sag mal jetzt. Puh, ist ganz schön warm. Es ist fucking warm, ne? Es ist ganz schön wurmig hier. Aber ich habe auch die Heizung an wie ein Ochs. Vorhin war mir kalt, jetzt ist mir warm. Was ist da los? Das sind wahrscheinlich die Wechseljahre. So, ich bin ja bei Reparieren so schwach auf der Brust. Es liegt mir immer noch schwer im Magen. Deputy Beagle, bist du noch da? Bitte sei noch da. Er hat sich an einem Nagel gestoßen und ist fünfmal gestorben. Aus Versehen. Warrior Batch! Ist Ihnen das alles ein wenig zu hart oder zu einfach? Der hat dumm gelaufen. Schön auf Hardcore spielen. Wenn ich es durchspiele, habe ich 1000 Erfolgspunkte, die ich noch nicht habe. Hallo? Nun, das war ja ein ziemliches Abenteuer. Diesen Sträflingen haben wir ein oder zwei Lektorate erteilt, nicht wahr? Mich selbst aus der Versiegelung freizubrechen, natürlich ohne ihre Rolle dabei dämpfen zu wollen, aber das war schon spannend. Das Problem ist, Prim ist immer noch gesetzlos. Was tun wir, wenn uns die nächsten Raufbolde bedrohen und als Geiseln nehmen? Wovon reden Sie? Sie sind jetzt der Sheriff! Ficker? Oh nein, ich bin nur der Deputy. Und ich kann kein Deputy sein ohne einen Sheriff. Das nennt man Befehlsverkettung. Was für Qualifikation braucht ein Sheriff? Es sollte jemand Tapferes sein, wie Sie, aber mit mehr Bodenverhaftung. Jemand, der sich hier niederlässt und auf uns aufpasst. Ich hörte die Pulverbanditen von jemandem im Gefängnis sprechen. Myers heißt er und soll Erfahrung als Sheriff haben. Vielleicht eine gute Wahl. Die RNK ist nicht weit. Die könnte man doch auch bitten, die Stadt zu übernehmen. Frage mich, warum wir nicht schon längst von Ihnen geholfen werden. Ich werde helfen, Recht und Gesetz in Prim wiederherzustellen. Sie werden? Das ist ja grandios. Ich beginne schon mal über einige Fragen für das Einstellungsgespräch nachzudenken. Der Sheriff, der in der RNK-JVA eingekehrt ist, könnte eine gute Wahl sein.
Sie könnten auch den RNK-Menschen da drüben überreden, die Stadt unter seinen Fittich zu nehmen. Obwohl Kriegsrecht nicht ganz so amüsierlich klingt. Okay, wir werden in die Strafanstalt gehen, denn Kriegsrecht schon klingt Glück überhaupt gehabt nicht bei der Suche nach einem Sheriff-Kandidaten für uns? Ich bin noch auf der Suche, ich habe keine Zeit, Prim zu helfen. Ich danke Ihnen sehr. Ja, auf Wiedersehen. Pisse. Jizze. Also, wir brauchen Wissenschaft 55, sind auf 50. Müssen also noch ein Buch lesen, dann können wir dieses Räuberterchen da reparieren. Tun wir es. Schauen wir mal, habe ich denn noch diese Bücherleins dabei? Ja, ne? Wissenschaft, Wissenschaft. Hilfsmittel. Reparieren. Hallo? Muss meine Bücher? Wissenschaft! Informatik-Team! So. Reparatur versuchen. Einige der Servomechanismen und Gyroskope müssen noch rekalibriert oder ersetzt werden, aber es sieht ganz so aus, als oh mein Gott, ich muss es echt noch schaffen. Ach so, ich kack schnell zur Umgehung durchführen. da die redundanten Systeme den beschädigten Hauptstromkreis kompensieren können, beginnen sich viele der Gyroskope zu drehen. Die Reparatur dürfte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Reparieren von mindestens 35 erforderlich. Okay. Okay. Reparieren, wie hoch war das bei mir? 20 oder 25? 25 hoffe ich doch. Dann lese ich noch so ein Pipi-Buch. So ein Reparieren-Buch. Wie repariert man sich selbst? Und schon kann ich an dieser Drohne rumspielen. Reparieren. Reparieren. Sprache, falschen Dietrich. War das ganz unten? Überleben. Da. Go. Reparatur versuchen. Ka-ching! Piepsende Geräusche. Begleiterprotokoll Start. Edi. Gewährt Ihnen das extra verbesserte Sensoren. Ich würde gerne etwas Munition herstellen. Kannst du mir helfen? Wiki. Okay. Ich kann so viel Munition herstellen, weil ich nämlich schon so erwachsen bin. Das ist Zerlegung, oder? Nö. Oh, Edi, guck doch mal! Bitte! Aggressiv sein! Stimpack benutzen! Hier warten! Reden mit Edi! Auf Abstand gehen! Distanz halten! Inventar öffnen! Nahkampf! Elektrischer Schlag! Edi kann 210 Sachen tragen! Gut gemacht, Edi! Sehr gut! Du bist meine Edi! Aber was soll ich dem Scheiß viel jetzt geben? Tja. Kurz mal reden. Lass mich mal deine Munition, was Multitools sehen. Ich will was versuchen. Ach so. Mhm. Zeitbombe. Weg. Atombombe. Mhm. Umwandlung sind das hier nur. Okay. Gut. Das war's. Also auf Abstand gehen. Was? Okay. Sicht aufschließen. Also. Nein. Bleib mal hier. Gell? So, okay, genug gespielt. Na, ich werde jetzt Edi auch ein paar Sachen geben müssen. Edi? Oh, du bist so klar, Edi, komm mal mit. Edi, kommst du mit? Habe ich nicht gesagt, dass du nah bei mir bleiben sollst? Sehr gut. Okay, Edi wird jetzt ein bisschen Scheiß von mir tragen. Und zwar... Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Sehr gut.